Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der erste Schritt war bei mir dann auch gleich, das Bett neu zu beziehen, um einfach gleich die anderen Farben mit einzubringen. Das wird so fett auseinanderreißen. Also mein Plan ist eigentlich, dass ich noch irgendwie eine orangene Decke kriege, dass ich die Decke nach oben ziehen kann und die orangene Decke dann hier so hinpacke, dass das alles abgedeckt ist. Ich noch ein, zwei Kissen, Kissenbezüge, wie auch immer, bekomme, dass ich dann hier ein paar Kissen hinmachen kann. Habe ich gestern was gezeichnet und da wollte ich euch einfach mal das zeigen. Das untere ist noch nicht fertig, also das habe ich gestern erstmal gelassen und mache dann heute da weiter, weil ich die wahrscheinlich ausschneiden werde und deswegen sind die Ränder auch ein bisschen unsauber, also das ist egal, weil ich wollte die ausschneiden, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Erstmal hier unten, das habe ich gestern gemacht. Wie gesagt, ist noch nicht fertig. Hier müssen noch Highlights reingesetzt werden und ja. Und das habe ich halt vorgestern gemalt. Auch hier oder hier unten, egal, weil es wird eh ausgeschnitten. Aber von den Farben finde ich den auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann habe ich mich den einen Morgen dazu entschieden, mein Fensterbrett nochmal ganz anders zu dekorieren und meine Standarddeko wegzunehmen und das auch etwas herbstlicher zu gestalten. Dann wollte ich den anderen Tag noch mal was ausprobieren, aber im Endeffekt war ich da nicht so zufrieden, da man dieses Kabel so doll sieht. Dann wollte ich natürlich noch mal gucken, ob ich nicht doch noch ein bisschen Deko finde. Und die Kerzen, die ich euch hier zeige, die fand ich, haben besonders gut gerochen. Also da geht meine Empfehlung auf jeden Fall raus.
Dann habe ich mir überlegt, dass ich in diesem Video vielleicht noch ein kleines Rezept vorstelle. Und ich habe es da auch zum ersten Mal gemacht, aber schon mal gegessen. Natürlich wieder komplett vegan und ganz einfach, ganz easy zu machen.